Hallo guten Freunde, ein neues Video. Und zwar geht es heute um den Weißwein. Wollen wir mal das erste Mal abziehen. Aber erst kommt mal die Kohlmeise. So Freunde, und zwar brauchen wir dann später noch so eine Spindel hier, das ist für die Kontrolle des Alkohols für den Wein, gleich wie ein Thermometer. Wie das genau heißt, weiß ich jetzt nicht, komme ich nicht drauf auf den Namen. Kann man damit messen, Alkoholgehalt. Das brauchen wir aber auch später. So, und zwar wieder Topf und ein Tuch und einen Schlauch und unseren Wein. Diesen Wein füllen wir jetzt mit dem Schlauch wieder in den Topf. Aber aufpassen, nicht alles. Sehen wir das? Unten aufpassen, dass das nicht mit reinkommt. Es gibt auch einen Shop zu kaufen, Weinheber. Da bleibt der Schlamm drin. Habe ich nicht. Also mache ich das mit dem Schlauch. Übrigens hatte ich einen Kommentar bekommen von im letzten Video über einen Winzer, der die ganzen Produkte vorstellt, was man alles braucht für den Wein. Ein Video und dann sagt er immer, die genaue Erklärung sage ich später im Seminar. Wenn man sich das ganze Video anguckt und am Ende kommt dann nicht das Seminar, sondern drei CDs, die man kaufen kann. Genauen Preis weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube von 40 Euro bis 140 Euro. Drei CDs. Diesen Kommentar habe ich natürlich gelöscht. So, jetzt werde ich erstmal den Wein hier umfüllen. Das dauert eine Weile. Mache ich erstmal aus. So, den Wein jetzt abgezogen. Wenn ihr das hier seht, der Flasche ist elender Schlamm drinne. Unten. Ja. So, jetzt müssen wir die Flasche ordentlich auswaschen. Und übrigens hier ist dann der Wein. So, jetzt mache ich erstmal die Flasche ordentlich sauber waschen. So Freunde, habe ich mir noch ein Glas geholt und unsere Spindel hier reingestellt.
Das zeigt einen Alkoholgehalt an. Von 12. 12% ist sauer. Das ist sehr sauer, der Wein. Ja, jetzt mal die Spindel raus. Lass ich mal eine Probe nehmen. Hoho. Sauer. Also ich mag ja lieblichen Wein. Der ist mir zu sauer. Sehen, wie er aussieht im Licht. Ja. Moment, Moment, Moment. Ich kriege ihn ja sowieso nicht weiß, weil ich die Chemikalien dafür nicht habe. Aber er sieht schon keine groben Flocken mehr drin. Übrigens steht er jetzt über einen Monat. Also der Wein ist trocken. Wer trockenen Wein mag, kann ihn wieder zurück in unsere Flasche füllen. Ich mache einen Teil erstmal hier rein in die Flasche. Dann sehen wir uns weiter zum nächsten Prozess. So, einen Teil habe ich wieder hier reingefüllt, etwas mehr als die Hälfte. Und weil mir der Wein zu trocken ist, habe ich hier noch auf dem Gasherd Wein und da fülle mir erstmal 1 Kilogramm Zucker hier rein. Aber das Ganze nicht kochen, nur den Zucker auflösen. Also nicht mehr wie 20, 25 Grad. Nur, dass sich der Zucker auflöst. Das wird schon. Ah, dann kam noch eine Frage wegen dem Zuckerwasser, weil ich den Wein mit Zuckerwasser aufgefüllt habe. Wenn man natürlich genug Traubensaft hat, braucht man nicht unbedingt Zuckerwasser auffüllen. Allerdings, wie meiner, ist sehr trocken, dann muss man schon Zuckerwasser dazugeben und nach dem Abziehen und wenn die Flasche nicht mehr voll wird, dann muss man eine andere Flasche nehmen. Es sollte so wenig wie möglich Luft drin sein in der Flasche, dass sich kein Schimmel bildet. Noch nicht ganz.
Nur noch 2-3 Minuten. Machen wir erstmal aus. So, das haben wir aufgelöst, den Zucker. Und jetzt haben wir hier als Spaß reingemacht. Jetzt zeigt es ein Alkoholgehalt von 25. Also wie Schnaps. Das war ganz unten. Das Teil. Ja, jetzt schwimmt er oben. Also der Spaß. So, jetzt füllen wir wieder den Saft hier rein, den aufgelösten. Weil ja auch der Zucker 1 Kilo, dann ist durch das, was ich hier weggemacht habe, den Schlamm, war ja auch einiges an Flüssigkeit, und durch den Zucker wieder dazu, ist das wieder alles optimal gefüllt. So, jetzt ist die Flasche wieder fast voll. So ist das richtig. Übrigens steht da jetzt seit 24.08. Jetzt schrauben wir wieder zu. Unser Buddel. Und stellen die wieder an einem warmen Ort in den Schlauch ins Wasserglas, damit keine Essigfliegen hineinkommen. Und das Ganze stellen wir jetzt wieder 3-4 Wochen hin. Dann machen wir die nächste Kontrolle. So, Gartenfreunde, wie immer, liebe einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Pakao, pakao.